So, alle Leute, Moment. Müssen wir hier noch ein anderes Fenster aufmachen für ein paar Informationen, weil alles habe ich nicht mehr im Kopf. Also, man hat es ja jetzt gesehen. Ich habe jetzt wieder einiges zur Serie Space 2063 hochgeladen, beziehungsweise im amerikanischen, im englischen Original Space Above and Beyond. Ich hatte vor ungefähr 3 Monaten bereits etwas dazu veröffentlicht. Und jetzt, wie gesagt, die letzten 2, 3 Tage hat man ja gemerkt. Also hier neue Videos auf dem Kanal. Was ich damals schon 2012, als es hier endlich auf DVD erschienen ist, geschrieben hatte auf Amazon, also als schriftliche Rezension. Und Moment, ich schenke mir mal nebenbei noch einen Kaffee ein. Und da hatte ich damals schon 2012 was dazu geschrieben. Weil vorher lief das ja nur im Fernsehen, die Serie. Hier bei uns, also unter dem Titel Space 2063. Glaube zuerst auf Vox, später auf ProSieben und ich glaube auf Kabel 1 wurde das auch mal wiederholt. Ich habe gerade die Zigarette im Mund, weil ich hier mir einen Kaffee einschenke, also beide Hände. Brauche eine für die Tasse, eine für die Kanne. Kann sein, dass ich da gerade etwas undeutlich bin. Moment, ich nehme die Kippeklappe da aus dem Mund raus. Ich erzähle gleich weiter, ich mache mir nur noch Milchpulver und Kaffee. Sekunde, ich drehe noch um. Ich wieder so ein blutsaugendes Vieh hier in der Bude drin, wollte mir gerade ins Ohr fliegen. Nur weil ich einen Fehler gemacht habe und habe das Fenster angekippt, wo hier ich Licht anhabe. Also ich mache das jetzt gerade in der Nacht. Ich dachte eigentlich, so kalt wie das ist, dass hier kein Viehzeug mehr reinkommt. Also jetzt, wie gesagt, erstmal zur Serie. Ich habe nur umgerührt. Moment, jetzt trinke ich noch kurz einen Schluck. Dass ich auch besser zu hören bin, wenn ich nicht so einen trockenen Mund habe. Also vom Kaffee kriegt man einen trockenen Mund, wisst ihr ja auch. Das erste Mal lief es 1995 oder 1996 wurde so produziert, oder zwischen den beiden Jahren 1995, 1996. Das erste Mal lief es, soweit ich mich erinnere, keine Fox, also unter diesem Titel. Ich weiß nicht, ob sie dann auf ProSieben oder auf Kabel 1, wo sie später nochmal wiederholt worden ist, ob sie dann wieder den Originaltitel hatte, also Above and Beyond und nicht Space 2063. Und gleichzeitig kam der Pilotfilm bei uns, also hier in Deutschland, auch auf Videokassette raus. Die Serie selber ist, bevor sie dann hier 2012 auf DVD erschienen ist bei uns nie rausgekommen, also auf Videokassetten. Nur der Pilotfilm. Tja, und dann wisst ihr ja selber, also Leute, die Serie genauso gut wie ich kennen und richtig gut finden, richtig geil finden. Dann war eine ganze Weile Funkstille zwischen 1996, glaube ich, also wo sie auch produziert worden ist, ungefähr zur selben Zeit oder wahrscheinlich maximal 1, 2 Jahre später, also 1998, wo sie dann im Fernsehen gelaufen ist, bis dann 2012 endlich auf DVD erschienen ist. Der Nachteil war, wie gesagt, Pilotfilm gab es ja vorher bereits auf VHS. Und die meisten hatten halt eine Videoaufzeichnung vom Fernsehen, also hier damals noch von VHS mit Videorekorder aufgenommen, analog. Der Nachteil war, wo es erschienen ist, man hat sich auf die Reihe gekriegt wie bei den Amerikanern oder in anderen Ländern, dass man die Serie mit dem Pilotfilm zusammen veröffentlicht hat, also als Gesamtedition. Klar, man will ja Geld verdienen. Man hat halt einen Pilotfilm separat veröffentlicht. Und die Serie separat veröffentlicht. Allerdings zur selben Zeit. Also man musste nicht, wenn man sich entweder die Serie oder den Pilotfilm, ich glaube der Pilotfilm ist als erstes erschienen, wenn man sich das gekauft hat, man musste nicht auf das andere erst noch Monate warten. Also es kam zur gleichen Zeit raus. Wer es gewusst hat, konnte sich bequem den Pilotfilm und die Serie zusammen bestellen.
Der Pilotfilm sind eigentlich die ersten beiden Folgen. Warum die Serie? Sekunde, jetzt muss ich kurz nachgucken. Ich glaube, hier steht es ja, genau, hier steht es ja, also 22 plus 1. Im Moment eigentlich 23, glaube ich. Ja, ich habe jetzt nicht mal, was ich dazu geschrieben habe, also vor Jahren, wo ich das recherchiert habe. Also soweit ich weiß, 23 Folgen. Also wenn man Pilotfilm als Einzelfolge betrachtet. Weil eigentlich ist es der Pilotfilm die erste Folge von der Serie, gleichzeitig ist es aber auch ein Pilotfilm, also warum er ja auch separat erschienen ist und auch vorher auf VHS separat erschienen ist. Man kann getrennt mitzählen, also von der Episodenanzahl, man kann mitzählen. Wenn man getrennt zählen würde, wären das 22 Folgen plus der Pilotfilm. Wenn man zusammenzählt, wären es halt 23 Folgen. Und soweit ich weiß, ist es auch bisher noch nie bei uns, also auf Deutsch, deutsche Tonspur, deutsche Synchro, auf Blu-ray erschienen. Es kann aber auch sein, dass hier ist die erste Auflage, dass es mittlerweile als Gesamtedition verfügbar ist. Also dass man nicht mehr gezwungen ist wie ich damals, allerdings war es dann noch bezahlbar, also die Preise sind erst später wieder explodiert, dass man Pilotfilm extra kauft und die Serie extra kauft. Gut, Sekunde. Also hier, man sieht es ja schon, wenn es jetzt nebeneinander im Regal stehen würde hier, das Logo ist identisch, natürlich unterscheidet sich hier, das ist eine sogenannte Armari-Hülle, das ist eine richtige, wie sagt man, Pappschuber-Box hier. Aber zumindest, wenn es jetzt so nebeneinander steht im Regal, hier, also bis auf das hier unten was leicht verändert ist, hier die Schriftzüge sind, wie sagt man, synchron, also hier von da bis da. Moment, ich muss mal das Kamerafenster gucken, dass ich es auch richtig in die Kamera halte. Nicht, dass ich es die ganze Zeit falsch in die Kamera halte, jetzt sehe ich es besser. Hier erkennt man so. Die Schriftzüge werden synchron. Ich mache es nochmal so. Also es sieht ganz gut aus, natürlich wäre es schöner, wenn es eine Gesamtbox gewesen wäre. Gut, also erstmal zum Pilotfilm, ist klar, hier Armari-Schutzhülle. Kein FSK-Fleitschen, es sei denn, ja, es ist ein Wendekammer. Hier, also, ist ein Wendekammer normalerweise, hier ist der, wie sagt man, nicht Aufkleber. Also fest, oder? Ja. Also hier ist er nicht entfernbar, der FSK-Fleitschen. Kein Aufkleber, hier ist er leider zu sehen, wenn man es jetzt so nebeneinander stellen würde ins Regal. Wirkt halt nicht mehr so toll. Hier kann man es halt wie gesagt umdrehen, wenn der Cover, also hier wäre der FSK-Flatschen gewesen, es sei denn man stellt es halt so ins Regal mit dem FSK-Flatschen, dass es wieder gleich aussieht, also hier FSK 12, FSK 12. Jetzt muss ich kurz mal die Box aufmachen. Ich meine, ich hätte sie dann eh weiter noch vorgeführt, aber ich muss sie erstmal zum Vergleich öffnen. Ja. Ich nehme mal eine raus. Hier sieht man es auch. Also ist optisch, Moment, ich mache sie mal beide in der Hand. Ich nehme sie mal beide in die Hand. Also wenn man sie jetzt irgendwie anders präsentieren würde wollen, zumindest, auch wenn die Verpackung nicht gleich ist, weil halt der Pilotfilm extra ist und hier die Serie, die Einzelfolgen von der Serie, also 22 ohne Pilotfilm, 23, wenn man Pilotfilm als separate Folge zählt. Wenn man es jetzt so irgendwo, keine Ahnung, in eine andere Verpackung, also eine selbst gekaufte, nachgekaufte Verpackung,
präsentieren würde, würde es zumindest so ganz gut aussehen, also gleicht sich. Hier also der Aufdruck. Im Unterschied zum amerikanischen Original, also wenn man die Serie auf Englisch kauft, mit englischer Tonspur, da gibt es das, glaube ich, mittlerweile auch auf Blu-ray. Bei uns hat es sich noch nicht, wie sagt man, hat sich noch keiner dazu entschlossen, das neu aufzulegen, also auch auf Blu-ray. Da ist der Pilotfilm in 4K, also UHD-Qualität. Hier ist er natürlich in derselben HD-Qualität, also DVD, was DVD maximal anzeigen und wiedergeben kann. Ich glaube HD, also normales HD. Ich weiß gar nicht, ob es Full HD war. Also schon besser als VHS oder damals Fernsehen, also besser als SD-Qualität. Wie gesagt, wenn man die Serie im Englischen kauft, ist der Pilotfilm in 4K in UHD. Hier ist er leider genauso in derselben Auflösung wie die restliche Serie. So, wir hatten es ja schon gesehen. Also hier wissen wir es ja. Amari, man kann es bequem rausnehmen. Hier, wenn man hier drauf drückt, bricht eigentlich nicht so schnell irgendwo eine Lasche ab. Ja, also ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt hier, 2012, ist nichts beschädigt, also immer noch die gleiche Hülle. Und hier eigentlich auch, hier muss man natürlich etwas aufpassen, das ist etwas, ich sag mal, filigraner hier. Das Material ist etwas härter hier, das Plastik. Aber theoretisch, weil hier ja die Grübchen sind, Moment, ich muss nochmal zuklappen. Weil hier diese Grübchen hier sind, kann auch nichts passieren. Also wenn man hier es entnimmt. Ich mach's mal so. Also genau mittig drücken. Und gleichzeitig hier an dem Grübchen etwas halten. Dann hat man es ja schon gesehen. Moment, das ist rückwärts. Ah, ja. Hier steht da nochmal eine kurze Beschreibung, also jeweils zu den einzelnen Episoden. Also Inhaltsbeschreibung. Hier sind nochmal Szenenbilder von den Schauspielern. Keine Angst, ich erzähle noch was zur Serie. Habe ich ja bereits gemacht, aber jetzt mache ich es halt nochmal mündlich. Damals habe ich es ja, wie gesagt, schriftlich gemacht als Amazon-Rezension. Und später hier für ein Video, was ich davon erstellt habe, habe ich es von einem Programm vorlesen lassen, von der weiblichen Stimme. Und so wäre es halt dann komplett ausgepackt. Ja. Ich will es ganz im Bild haben. So. Und hier halt der Pilotfilm. Ist halt schade, dass es bei uns nicht auch auf Blu-ray neu aufgelegt worden ist und dass es nicht, ich weiß nicht, ob es doch vielleicht eine Gesamtedition gibt. Also ich war damals gezwungen, hier bei der ersten Auflage einen Pilotfilm extra zu kaufen, die Serie extra zu kaufen. Haben sich viele beschwert, die keine Ahnung hatten, die geglaubt haben, das ist die Gesamtedition. Obwohl er eigentlich im Voraus auch darüber informiert worden ist und haben sich dann aufgeregt, warum der Pilotfilm hier gefehlt hat, bis er irgendwann vielleicht gerafft haben, dass hier der Pilotfilm separat zu erwerben war. Oder die waren zu dämlich, obwohl es hier ganz deutlich draufsteht, Pilotfilm. Und haben das gekauft und haben wirklich geglaubt, die gesamte Serie hätte auf einem DVD-Datenträger Platz gehabt. Also, dass hier alles, die gesamte Serie drauf gewesen wäre. Gibt halt Hörnis. Entweder sind sie Analphabeten oder sind wirklich dumm, dass sie nicht mal die einfachsten Zusammenhänge verstehen. Und auch, wie gesagt, ist ja nicht neu. Kam mir schon öfters vor, dass Serien zerstückelt wurden, also als Einzelstoffe verkauft wurden. Man kann halt mehr Geld dafür mit verdienen oder halt wie hier
das Pilotfilm separat war. Ist ja nicht das erste Mal bei der Serie, wo das vorgekommen ist. Gut, das war erstmal soweit Verpackung und Datenträger und Aufmachung. Sekunde, jetzt erzähle ich gleich was zur Serie. Wer ist heute innen drin? Hier habe ich immer die Angewohnheit, kann ich auch mal als kleinen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob man das Klebeband erkennt. Nee, nicht wirklich. Weil der hier das immer so gefaltet ist. Hier, wenn man den leichten, wie sagt man, Spalt hier erkennt, dass ich immer hier mit durchsichtigem Klebeband, dass ich immer das hier fixiere. Am besten hier komplett bis rum. Hier normalerweise hier erkennt man so ein bisschen, wie es eben geglänzt hat. Ja. Das ist durchsichtiges Klebeband. Dass ich das immer hier so rüberklebe. Also ich lasse das halt drinnen hier. Dass es, wie sagt man, innen drinnen nicht hohl ist, dass es Widerstand hat. Dann stelle ich so hin. Dann schneide ich halt ein Stückchen Klebeband ab. Tesafilm. Wissen wir ja, also trotzdem dieses Klebeband Tesafilm. Wenn ich ja wieder die Kippe im Mund gehabt, weil ich mir gerade die Kippe einmachen wollte. Also ich lasse es hier drinnen, dass es innen drin nicht hohl ist, dass von unten was dagegen drückt. Dann stelle ich es aufrecht so hin, so auf eine Unterlage. Dann mache ich mir einen Streifen Klebeband ab. Achte natürlich darauf, dass bei dem Klebeband nicht auf der Klebeseite meine Fingerabdrücke dabei waren. Also ich schneide immer das Stückchen, falls sich da ein Fingerabdruck auf der Klebeseite vom Tesafilm gebildet hat, schneide immer das Stückchen weg, wo sich ein Fingerabdruck gebildet hat. Und dann tue ich das erst hier vorsichtig drüber machen. Also noch nicht voll andrücken. Tue es erst, also achte darauf, dass hier sich keine Luftblasen gebildet haben. Tue es erst hier an den Seiten runterdrücken und dann tue ich es hier in der Mitte glatt drücken. Und falls sich wirklich mal, also ihr wisst es ja selber, wer schon mal in seinem Leben tapeziert hat, falls sich wirklich mal eine Luftblase gebildet hat, das gilt für Tapeten mit Kleister und das gilt auch hier bei Klebeband. Einfach bei der Luftblase mit einer Stecknadel vorsichtig ein ganz, ganz kleines Loch reinpieksen und die Luftblase wieder ausdrücken. Also wie man Pickel ausdrückt, zack, ist es wieder schön glatt. Und da kann das halt nicht passieren hier mit dem Spalt. Manchmal mache ich es auch oben und unten, also mache es halt hier nochmal. Also dreimal insgesamt. Dass ich hier einmal einen Streifen Klebeband drüber mache, hier mittig und hier einmal unten. Da könnte es auch nie passieren, dass das hier der Spalt zu weit aufgeht. Das passiert ja meistens bei solchen Hüllen hier, die so wie das gearbeitet sind. Ja, und hier, das ist halt ärgerlich, aber kann man halt nichts ändern. Also, das ist fest aufgedrucktes FSK-Flatschen. Gut, zur Serie. Moment, jetzt mache ich mal bei der Sünde Kippe an. Ich versuche sie nur gleichzeitig, während ich erzähle, dass sie ein bisschen hier gut im Bild zu sehen ist. Zur Serie. Muss ich nicht großartig nachlesen, ich gucke nur wegen den Namen. Weil ich bringe immer den einen Schauspieler Morgan Weiser, bringe ich immer mit einem von den beiden Produzenten Glenn Morgan durcheinander. Die Produzenten von dieser Science-Fiction-Serie, Glenn Morgan und James Wong, waren unter anderem auch bei Akte X beteiligt. Also haben die Verantwortung für einzelne Folgen bei Akte X gehabt. Bei der Fernsehserie Akte X. Und waren zwei Ex-Marines, also haben Wehrdienst geleistet bei den Marines, also amerikanische Streitkräfte. Dadurch ist wahrscheinlich auch die Idee gekommen, im Unterschied zu anderen Science-Fiction-Serien, wo das immer alles mehr oder weniger schön sauber und klinisch ist und mehr oder weniger heile Welt ist, also was dann später auch bei Babylon 5 anders war, beziehungsweise. Vorher schon, Babylon 5 kam ja bereits vorher raus oder später bei Deep Space Nine, also was ungefähr auch so wie Babylon 5 die Zeit erschienen ist. Dass dann Science-Fiction-Serien auch angefangen haben, im Unterschied zu Enterprise früher, zu Star Trek oder zu Star Wars auch, also den originalen alten Star Wars-Film, Teil 1 bis 3. Beziehungsweise eigentlich Teil 5 bis 6 in Wahrheit. Teil 1 bis 3, so wie sie damals als Film erschienen sind, also später waren es dann Episoden 4 bis 6.
dass man dann mehr oder weniger düstere Atmosphäre gemacht hat und halt auch eine realistischere. Also im Unterschied zu vorher, wo Science Fiction mehr oder weniger klinisch war, bis auf zwei, drei Science Fiction Filme oder Serien, die da auch schon ein bisschen eine Ausnahme dargestellt haben. Dann ist ja klar, also die Handlung hier, Mensch, Außerirdischen Krieg, Marines, also die beiden Produzenten waren halt Ex-Marines und waren bei Akte X auch schon an einzelnen Folgen beteiligt. Dass man den Schwerpunkt auf das Militär gemacht hat, warum auch viele ehemalige Veteranen die Serie besser finden als andere Serien, weil halt das sehr realistisch dargestellt worden ist. Also nicht nur die Ausbildung, auch teilweise, wie die Figuren sich dann verhalten haben in der Serie. Und es ist halt schade, dass nach einer Staffel kein richtiger Abschluss geschaffen wurde, also mehr oder weniger alles nur lose Enden waren. Es wäre halt möglich gewesen, eine zweite Staffel zu drehen, wurde halt abgelehnt. Aber das kennen wir ja hier, das beste Beispiel, die dreibeinigen Herrscher. Da war es ja auch so, dass nur von drei Büchern Buch 1 und 2 als Serie verfilmt worden ist. Buch 3 existiert lediglich als Hörbuch. Zur Handlung. Warum ich auch die Serie gut finde, genau wie viele andere Science-Fiction-Fans und Film- und Serienkenner, wie ich auch. Es ist nicht im absolut fiktiven Universum, also hier mehr oder weniger kann man sagen, in unserem Sonnensystem die Handlung. Nicht in irgendeinem fiktiven Universum. Und es ist auch. Damals war es halt noch die Zukunft, also wo die Serie 95, 96 produziert worden ist und ungefähr auch in der Zeit erschienen ist. Das Jahr 2063, wo das alles spielt. 2063 bis 2064. Es ist halt, wie sagt man, inzwischen, weil wir haben ja jetzt das 21. Jahrhundert, also mittlerweile schon das Jahr 2022, es ist halt umso mehr realistisch und gar nicht mehr eine allzu ferne Zukunft. Und dann auch überhaupt Themen, die in der Handlung besprochen wurden, wie zum Beispiel künstliche Befruchtung, also Klonen, hier Tanks, also hier Menschen, die gezüchtet worden sind nur für einen Kampf oder für schwere, unangenehme Arbeiten. Also die bis zum 18. Lebensjahr in einem Tank rangezüchtet werden, also natürlich beschleunigt, also nicht die vollen 18 Jahre wie ein normaler Mensch. Die Entwicklung dauern würde, bis er das 18. Lebensjahr vollendet. Also die 18 Jahre werden wahrscheinlich innerhalb weniger Tage oder Wochen beschleunigt, also mit Wachstumsbeschleunigern. Dass Menschen halt, wie gesagt, geklont werden. Mehr oder weniger als Kanonenfutter, also in dem Fall als Soldaten oder für irgendwelche niederen Arbeiten oder vorher mit den Silikanten, also dass Menschen Androiden erschaffen haben zur Unterhaltung, für irgendwelche Arbeiten, die Menschen schwer ausführen können. Auch möglicherweise für sexuelle Dienstleistungen, also beide Geschlechter von Androiden erschaffen haben, sowohl männliche als auch weibliche, also die bis auf die Augen, wo die Pupillen so Faltenkreuze haben, die sich eigentlich äußerlich kaum von Menschen unterscheiden. Also auf den ersten Blick sehen nicht irgendwo schon wie Roboter aus oder wie Androiden und haben auch, wie gesagt, eine ganz normale Stimme und alles. Wahrscheinlich wurde auch ein Schwitzen. Also an gewisse menschliche Merkmale gedacht, dass man sie nicht so leicht erkennen kann auf den ersten Blick. Und halt auch das Thema Korruption, also mit diesem Konzern hier, Aerotech, der da mehr oder weniger die UN, die Regierung im Griff hat, der Bescheid wusste hier von den Außerirdischen, also wo dann dieser Krieg entstanden ist, der mehr oder weniger beide Seiten gegeneinander ausspielt, sich im Hintergrund hält und da irgendwo die Fäden zieht. Könnte man jetzt wieder, also Verschwörungstheoretiker sagen, hier neue Weltordnung und so weiter, sind Parallelen gegeben. Und es wurden halt zum damaligen Zeitpunkt mehr oder weniger unbekannte Darsteller gewählt, also relativ neue Darsteller, also noch jung, noch keine große Karriere hinter sich. Das war halt mal erfrischend im Unterschied zu sonst, wo normalerweise immer gleich auf namhafte Darsteller zurückgegriffen wird. Und ist ja klar, man will ja, ich sag mal, eher ein zahlendes Publikum anlocken, also eher bei Kinoproduktionen. Hier, das war ja eigentlich mehr eine Fernsehproduktion.
Danach, da ist wie bei den meisten Serien in den 80er Jahren. Wahrscheinlich war das deswegen, wenn es jetzt mittlerweile auf Englisch auf DVD, auf Blu-ray verfügbar ist und auch in 4K der Pilotfilm, war das später nachbearbeitet, hochskaliert. Es wurde halt wie die meisten Serien in den 80er Jahren ursprünglich auf VHS produziert. Also es war dann schwer mit der Digitalisierung. Also es war nicht auf Filmmaterial produziert, aber das ist ja bekannt. Betrifft ja viele Serien, die in den 80er Jahren produziert worden sind, aus Kostengründen. Gerade wenn sie fürs Fernsehen produziert worden sind, dann wird das meistens auf VHS produziert. Das ist halt nicht so leicht, also mit heute, ich sag mal, Neubearbeitung, Hochskalierung, also weil man ja nicht das originale Filmmaterial zur Verfügung hat. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wie gesagt, die eine Schauspielerin, Kristen Klock, also hier, die eine tragende Rolle spielt, eine mit den Hauptrollen, die war halt mit einem von den Produzenten damals zusammen, also kein Wunder, dass sie da besetzt worden ist. Die anderen, keine Ahnung, aus welchen Gründen die ausgewählt worden ist. Und Saskia Valenza, die hat so eine Art nur eine Gastrolle, also die spielt nur in zwei Folgen mit. Also in einer Folge ist sie komplett, in der anderen Folge stirbt sie relativ schnell, also ein Serientod. Keine Ahnung, warum die mit reingenommen worden ist. Ansonsten ändert sich an der Besetzung eigentlich nichts. Also bis zum Ende überleben mehr oder weniger alle. Am Schluss wissen wir ja, also Fans wissen es. Es waren ursprünglich 5 oder 6 mit dieser Gastrolle hier, Saskia Valenza, die nur in zwei Folgen zu sehen war. Wo auch nur erklärt worden ist, wie die da hingekommen ist und warum die wieder aus der Serie so schnell rausgeschrieben worden ist, also ein Serientod sterben musste. Es sind 5 und 3 sterben dann am Schluss oder möglicherweise sterben sie, das ist halt mehr oder weniger nicht genau klar. Also es hätten theoretisch auch die 3, die angeblich gestorben sind, überleben können, wenn es wirklich noch zu einer zweiten Staffel gekommen ist, was leider nicht mehr der Fall war. Es hat halt ein ziemlich deprimierendes, trauriges Ende. Also gerade für eine Serie, die nie weitergemacht worden ist und wo mehr oder weniger das Ende sehr enttäuschend war. Da gibt es Leute, genau wie bei anderen Kultserien aus den 80er Jahren oder 90er Jahren, die verlangen, dass es neu aufgelegt werden soll, also hier neu produziert werden soll. Ein Remake, aber ich finde das Blödsinn. Also lieber sollte man das alte Material entsprechend versuchen zu verbessern, als dass man irgendwo so einen Mist macht. Das hat man ja gesehen. Okay, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich finde die meisten Remakes von Serien nicht gelungen. Also egal, ob das Science-Fiction-Serien sind oder Horror- oder Fantasy-Serien oder ich sag mal Serien, die im Mittelalter spielen oder Serien, die in der Antike spielen. Ich kann damit weniger anfangen, aber ich bin ja auch ein älterer Jahrgang. Habe ich ja auch schon mehrmals jetzt erwähnt, also ich bin Jahrgang 1973. Also in den 70er Jahren geboren und aufgewachsen, später in den 80er Jahren halt, wo man dann wirklich nicht mehr nur Kind war, Jugendlicher, wo man dann angefangen hat, sich für Filme zu interessieren. Also nicht nur reine Kinderfilme, nicht nur Märchenfilme, ernsthafte Filme, also auch Filme für Erwachsene. Da gab es halt viel gute Sachen in den 80er Jahren, also 1980er Jahren und auch später in den 90ern. Nach 2000 hat das alles nachgelassen, gerade heute hier mit den ganzen Reboots und Remakes und Sequels und Prequels und was da alles produziert wird. Ich konnte weniger damit anfangen. Aber mit der Meinung stehe ich ja nicht alleine da. Tja, hier auf YouTube habe ich die Serie, wie gesagt, letztes Jahr oder so. Oder vorletztes Jahr entdeckt, leider nur auf Englisch. Und eine Folge, Folge Nummer 5, wird bei uns nicht wiedergegeben. Es sei denn, man benutzt wahrscheinlich hier, wie sagt man, wo man verbergen kann, aus welchem Land man kommt, also seine IP-Adresse manipulieren kann. Oder, nenne ich Router, VPN. Dass man es angucken kann, wenn man YouTube vorgaukelt, also man wird in weit in Amerika oder sonst wo sitzen. Hier bei uns fehlt da eine Folge, also was auf YouTube verfügbar ist. Und es ist halt nur Englisch. Und auch keine deutschen Untertitel.
Sprechen, auch wenn es wie gesagt leider bisher nur auf DVD erschienen ist und möglicherweise immer noch so vertrieben wird, oder mittlerweile gibt es eine Gesamtedition, deswegen spreche ich halt trotzdem Kaufempfehlung dafür aus. Es macht halt mehr Spaß, als das sich in der Originaltonspur anzugucken. Gerade weil hier, ich kenne jetzt beide Versionen, also die englische Originaltonspur, also die echten Stimmen von den Schauspielern und auch die deutsche Synchro. Ich finde irgendwo die deutschen Synchronstimmen passen besser zu den jeweiligen Figuren, zu den Rollen. Da gibt man sich wirklich bei uns sehr viel Mühe, also dass man auch wirklich, nicht immer, aber in der Regel, also meistens, Schauspieler und Synchronsprecher auswählt, die auch irgendwo zu der Rolle passen, also wo die Stimme gut zu der Rolle passt. Das wissen wir ja, also viele Filme oder Serien waren ja auch bei uns erfolgreicher, durch die deutsche Stimme oder auch wenn die Synchro, also wenn teilweise die Handlung dadurch verändert wurde, dass aus einem eher ernsthaften Film, also Bud Spencer und so weiter, das beste Beispiel, Bud Spencer, Terence Hill Filme, wenn halt mehr oder weniger eine Klamaukhandlung, also ein Klamauk-Synchro draus gemacht worden ist, oder bei die zwei hier, Roger Moore und Tony Curtis, ist halt hier nicht der Fall. Also hier ist es 1:1, also was im Original auch gesprochen wird, kann man ja wunderbar heute miteinander vergleichen. Aber ich finde halt, die Synchro-Stimmen passen besser zu den Rollen als die Originalstimmen der Schauspieler. Tja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube eigentlich nicht, also jetzt auf Anhieb. Ich denke schon, ich habe alles so weit zusammengefasst. Ja. Ich habe natürlich auch noch andere Science-Fiction-Serien. Also das ist nur ein Teil. Moment, ich muss die Kamera mal kurz bewegen. Da, wenn man das Regal sieht, also ich werde in den nächsten Tagen, also das ist nur ein Teil, ich habe noch viel mehr in meiner ganzen Filmsammlung, Video-DVD-Sammlung, Blu-ray-Sammlung. Ich werde auch in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch zu anderen Serien hier nochmal solche Vorstellungen machen. Ich habe es halt jetzt gemacht, ist ja klar, weil ich ja bei der Serie bereits hier bei dieser Serie bereits einiges dazu veröffentlicht und hochgeladen habe, dass ich das erstmal hier zuerst behandelt habe, das Thema, bin ich auch soweit, ich weiß nicht, der Erste, also haben schon einige vorgestellt, aber ich weiß nicht, ob die auch auf die Handlung oder auf die ganze Hintergrundgeschichte eingegangen sind, also ob die nur das reine Produkt vorgestellt haben oder ob die auch, wie gesagt, den Inhalt mehr erwähnt haben und das Ganze drum und dran erwähnt haben. Naja, ein Ding fällt mir noch ein, das ist aber mehr eine Anekdote, wenn das wirklich stimmt. Der Kalte Krieg war damals schon vorbei, wo die Serie produziert worden ist, also 95, 96. Trotzdem, für diese Raumschiffe hier, also hier die, ich sag mal, Jäger, also kleinere Raumschiffe, Kampfflieger-Raumschiffe, die in der Serie sowohl im Weltraum fliegen können, als auch bei Planeten durch die Atmosphäre fliegen können, also wie ein Flugzeug und gleichzeitig auch wie ein Raumschiff im Weltraum, hatte man damals Attrappen gebaut und wo man das irgendwo in Tunesien, glaube ich, produziert hat, die Serie. Also weil es wahrscheinlich kostengünstiger war. Also einzelne Szenen, dass er ja in Tunesien produziert hat, soweit ich mich erinnern kann, haben das russische Matrosen beobachtet, wie die ausgeladen wurden, diese Raumschiff-Attrappen hier, diese Kampfflieger-Attrappen. Und haben das für echte Kampfflieger gehalten vom amerikanischen Militär. Und haben das natürlich der russischen Regierung gemeldet und wahrscheinlich auch Bilder davon gemacht oder Videoaufnahmen davon gemacht. Dass die Russen geglaubt haben, die Amis hätten ein neues Kampfflugzeug entwickelt. Also in Wahrheit waren es aber hier, wie sagt man, Modelle für die Serie, also Kampfflieger-Raumschiffe. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Wenn es stimmt, ist wie gesagt eine Anekdote. Es wird ja viel erzählt, wenn der Tag lang ist, gerade aus Werbezwecken. Wer weiß, ob es wirklich der Fall ist. Tja. So viel dazu. Dann bis zum nächsten Mal und dann gehe ich halt auf andere Science-Fiction-Serien ein. Und ja, generell überhaupt auf andere Serien, also nicht nur Science-Fiction-Serien, sondern natürlich auch möglicherweise Filme.
Dann bis bald. Ciao.